dieser Festung Österreich die Konzeption, keinen Asylantrag in Österreich mehr anzunehmen, außer es kommt jemand aus einem unmittelbaren Nachbarland. Aber nachdem wir nur von sicheren Ländern umgeben sind, wo niemand verfolgt wird, ist das de facto auszuschließen. Jeder andere, der da kommt, muss zumindest ein sicheres Drittland durchquert haben. Und wenn er Schutz suchen würde, dann wäre dieses Land dafür zuständig. Das ist einmal das allererste, worauf man sich verständigen muss. Das zweite, und das ist mindestens genauso wichtig und das wird ja in diesen Tagen auch intensiv diskutiert, ist, dass wir die Anreize unter dem Deckmantel des Asyls aus Ländern tausende Kilometer entfernt den Weg nach Österreich zu suchen, den Anreiz, der in unserem Sozialsystem besteht, dass wir den kappen müssen. Das ist also ganz einfach. Für uns gibt es keine Geldleistungen mehr in der Grundbetreuung. Da kommen wir gleich im Detail dazu. Für die, die ja schon da sind.